Euch Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wir sind in der Osterzeit und folglich hören wir in diesen Tagen in den Evangelien die Berichte von den Begegnungen des Auferstandenen mit den Frauen, die von Anfang an bei ihm waren, und den Jüngern. Die Situationen sind ganz unterschiedlich und auch die Orte, an denen sich die Begegnungen ereignen. Und dennoch, eines haben sie alles gemeinsam. Und zwar, dass sowohl die Frauen als auch die Jünger den Auferstandenen anfangs nicht erkennen. Sie halten ihn für einen Geist und trauen ihren Augen nicht. Eigentlich komisch, oder? Warum erkennen diejenigen, die so lange mit ihm zusammen gewesen sind, ihn nicht wieder? Ja, es mag komisch sein, aber vermutlich ist der Grund, warum wir es als komisch empfinden, ganz simpel. Ist es nicht oft so, dass wir meinen und glauben, dass Auferstehung bedeutet, alles geht so weiter wie vorher und alles ist wie vorher? Aber genau das ist ein Irrtum. Die Jünger und die Frauen erkennen Jesus nicht, weil sein Äußeres verändert ist. Und damit soll deutlich gemacht werden, das Entscheidende ist nicht das Äußere. Sie erkennen ihn zum Beispiel an der Stimme, die ihnen vertraut ist, von der sie wissen, dass sie es gut mit ihnen meint. Die Stimme, die ihnen ihre Liebe zugesagt hat. Sie erkennen ihn beim Brechen des Brotes. Sie erinnern sich daran, was er beim letzten Abendmahl aus Liebe für sie getan hat. Und sie erkennen ihn an den Wundmalen. Die Male, die daran erinnern, dass er aus Liebe zu ihnen sein Leben hingegeben hat. All diese Hinweise wollen uns sensibel dafür machen, was am Ende zählt. Nicht das Äußere, sondern das, was zählt und bleibt, das ist die Liebe. Sie ist das, was uns ausmacht, prägt, den Unterschied ausmacht. Und genau dafür möchte Jesus den Seinen die Augen öffnen. Und zwar schon zu Lebzeiten. Er möchte ihnen Augen öffnen, damit sie erkennen, das ist es, was bleibt. Und das ist folglich auch das, was jetzt zählt. Bitten wir den Auferstandenen, dass er auch uns die Augen öffnen möge für das, was zählt und bleibt. Nämlich für die Liebe, die wir jetzt schenken und empfangen. Das lässt uns auferstehen und lässt uns dann auch einander erkennen. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.